Hallo, göttliche Komödie. Der Luli. Alles, was ich sage, entspricht nicht der Wahrheit und ist möglicherweise nur durch ein persönliches Filtersystem gesickert, das dann wieder eine Interpretation von etwas wiedergibt, von dem keiner weiß, was es vorher war. Also, ich laufe, gehe, sitze und liege mein ganzes Leben lang, sagen wir mal so, paar Jahre mit einer Person herum, von der ich gar nicht weiß, wer sie ist. Oder ich versuche sie mal zu finden. Wer ist diese Person, mit der ich rumlaufe oder als die ich rumlaufe? Die Rolle des lebendigen Menschen mit dem Namen ABCDEFG? Oder ZXY, wer weiß was? Doch versuchen Sie mal zu finden! Finde die Person. Wo ist sie? Aus was besteht sie? Aus Erinnerungen? Aus Gedankenfragmenten? Aus dem Körper hier? Die Person besteht aus dem Körper. Aha. Nee. Also, sie ist nicht wirklich greifbar. Und trotzdem lebe ich in der Einbildung, dass ich diese Person bin. Immer wieder. Und dann sagt wer, ach ja, du bist ja Gewahrsein. Doch was ist Gewahrsein? Das Sein, was gewahr ist. Naja, ohne Person kein Gewahrsein. Naja, Gewahrsein. Mag ich irgendwie nicht so. Das ist nicht so greifbar. Kann man nichts mit anfangen. Kann man nichts mitmachen. Und ich will ja immer was machen. Auch wenn es nichts ist. Ich will auch manchmal nichts machen. Doch, ganz lustig wieder zurück zu dieser Personengeschichte. Also ich finde die Person nicht. Finde sie nicht! Und dann? Wer ist noch übrig, der sie nicht findet? Was ist da, was dieses Dings da fragt? Und da ist dann eine Frage, aber keine Antwort. Eine Frage ohne einen Fragenden. Eine Aktion ohne einen Täter. Ein Empfinden. Ohne einen Empfindenden? Hören? Ohne einen, der hört. Ha ha ha. Weil, ja, denken ohne einen Denkenden. Denn der Denker ist schon ein Gedanke. Doch wer den Denker denkt, kann sich keiner denken. Oder? Was bleibt? Keiner will es wissen. Nichts bleibt und alles ist. So wie es ist. Ein Gespräch der Selbstversprechung. Ich habe mich wieder total versprochen. Bravo, bravo, bravo.